Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Kadi sagt von Del Prado, jawohl. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen, auch die dann mal ein bisschen die Livestreams verfolgt haben, die letzten, vor allen Dingen den auch mit Eddie zusammen. Eddie sei gegrüßt. Hat viel, viel Spaß gemacht und ich glaube, das schreit nach Wiederholung. Sei es bei mir auf dem Kanal oder natürlich auch bei Eddie. Wie weit sind wir gekommen? Wir haben ja schon eine Menge getan. Hol ich mal das Schiffchen hier rüber. Ihr seht, ich war bei Ikea und habe einen Drehteller organisiert. Ja, und dann kann man das hier ein bisschen drehen. Ganz so funktioniert das natürlich nicht. Kommt natürlich ein bisschen in eine Bredouille, weil der Bugspriet ist angebaut. Die Farbe ist so und ja, alle drei Masten stehen. Und jetzt geht es langsam daran. Also erstmal, hier sind die Rahen alle für den Fockmast. Dann haben wir Rahen, Moment, die sind alle farblich unterschiedlich. Wieso habe ich jetzt hier eine mehr? Ich habe hier jetzt 6. Bei dem anderen habe ich nur 5. Vielleicht habe ich jetzt hier eine zu viel. Wir werden es gewahr. Also hier habe ich die Rahen in schwarz. Dann haben wir einen Ausleger. Ich glaube, der kommt hier nach vorne ran. Ich glaube Richtung nach vorne. Moment, ihr könnt ja mal gucken. Nee. Nach hinten. Aber hier passt er ja, da passt er ja überhaupt nicht hin. Da passt er überhaupt nicht. Also da stimmt schon wieder was nicht. Na, wir werden es gewahr. Und dann habe ich hier 8. Ich glaube, die heißen Spieren. Und zwar sind das solche Teile, wo dann nachher die Rahen, ich zeige das mal so, mit verlängert werden konnten. Und da kam dann noch zusätzliche Segel ran, um sozusagen mehr Segelfläche zu haben. Die konnten, glaube ich, abgenommen werden oder ziemlich schnell abgenommen werden oder zurückgeschoben werden. Ganz genau weiß ich das noch nicht, aber kriege ich, denke ich, mal noch raus. Also, jetzt habe ich ja mitgekriegt, dass der das Bauteil da zu lang ist, also da, das schreit natürlich noch nach Nachholbedarf. Für den Besanmast fehlen ja jetzt auch noch Rahmen und ja, die haben wir hier. Die muss ich noch alle zuschleifen, also mit einem Hobel zu hobeln sozusagen. Wie das gemacht wird, habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Also da jetzt dann demnächst mit weiter und zeigen wir mal, das war dann, wir haben ja Bauphase 70 sozusagen im Livestream gemacht, also ab 70, dann haben wir hier die 71 und da kam einmal ein Oberlicht. Hier nennt man das Ganze, oh, mein Nasenfahrrad aufsetzen. Deckfenster für die Achterkajüte. Ja, haut doch hin, Oberlicht. Und zwar, siehst du, das hätte ich euch ja auch gleich mal zeigen können. Das hätte ich euch ja auch gleich mal zeigen können. Das war so ein, ja, bronzene, farbenes Metall, ne, etwas. Und jetzt habe ich natürlich versucht rauszufinden, wie sieht das Ganze aus. Bin dann auch fündig geworden, erst auf meinen eigenen Fotos, immer alles unter Plane, auch bei vielen anderen Fotos im Netz, habe dann aber ein Foto gefunden, dass das holzfarben aussieht und ich habe mir dann gedacht, ich habe das dann so nachgemalt. Es sieht eigentlich ein bisschen heller aus, aber ich fand das jetzt gut so und habe da so verschiedene Brauntöne genommen und habe dann mit einem schwarzen Washing da ein bisschen nachgeholfen und ja, so finde ich das. Also ich für meinen Teil finde das jetzt ganz gut so. Nur vorsichtig, wenn die Masten drin stecken, nur so vorsichtig sein. Also das war dann
die Bauphase 71. Die Bauphase 72, wie gesagt, da wurde der Bugspriet angefertigt. In Bauphase 3, auch noch 72, ging das auch mit dem Besanmast weiter. Den habe ich euch schon gezeigt, ne? Hier schon einmal fertig, der ist ein bisschen kleiner. Und in der 73, wie gesagt, werden dann noch weitere Rahmen, was hier noch gemacht werden muss, angefertigt. Und Ausleger, diese Ausleger dienen zum Beispiel auch dazu, um die Beiboote von Deck ins Wasser zu lassen. Wie wir hier erkennen, ja, in der Gesamtansicht kann man das eigentlich auch sehen, gibt es keine Davits. Das heißt, es gibt keine so eine Ausleger, womit man die Beiboote dann zu Wasser lassen kann oder auch wieder an Bord holen kann. Das macht man dann mit diesen Auslegern. Das sind sozusagen ja, Kranausleger, wenn man so will. Ne? Die kann man dann, so wie bei der Endurance habe ich euch das ja auch gezeigt, da kann man dann Lasten mit aufnehmen und so weiter und so fort. Wir haben ja hier noch nicht drauf, aber dann nachher diverse Decksluken. Und man hat ja mit der Katisaak T gefahren aus Australien. Und ich habe mal einmal in einem Video, habe ich mal falsch gesagt, habe ich Weizen gesagt. Heißt ja nicht umsonst der T-Clipper, ne? Und damit wurde dann auch Ware an Bord und von Bord dann gehievt und so weiter und so fort. Gut, jetzt gucken wir uns mal die nächsten Bauphasen an, da gibt es dann was zu erzählen. Die Bauphase 74, da gibt es diverse Rundhölzer und Vierkanthölzer. Und in dem einen Heft war sogar noch drin, hier bestellen Sie Ihre Sammelmappe, ne? In Hamburg 030, aber die Telefonnummer 030 ist nicht Hamburg. Gut, den Zettel hatte ich bloß mal kurz aufgehoben, um das mal zu zeigen. In der Bauphase 74 werden dann für den Fockmast werden dann die Fockmaßsegel und 5 Rahen gebaut. Aber die habe ich doch schon. Ja, das sind diese Ausleger. Hier sind ja 3 mm Leisten drin. Also die Anleitung ist schon gewöhnungsbedürftig. Das ist nicht alles gleich auf den ersten Blick zu sehen. Da muss man wirklich mehrfach lesen, um damit klarzukommen. Ich denke mal, dass das was damit zu tun hat, mit der Übersetzung aus dem Englischen, denke ich mal, dass da ein paar Probleme gab. So, dann habe ich doch immer immer ein bisschen mit den Sarlings gehadert, hier oben. Das hier ja so eine Vierkant-Dinger, da drauf sind solche kleinen Plattformen. Die Sarlings werden jetzt aus diesen dicken Vierkanthölzern gebaut. Und zwar kann ich euch das gleich einmal zeigen. Ne, hier haben wir Vierkant und dann werden die hier so angebaut, um damit die Masten dann nachher so aussehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir da anderes Vierkant besorge. Klein, also nicht 4x4, höchstens 3x3. Weil das sieht mir ein bisschen zu wuchtig aus. Na gut, es ist so wie es ist. Wir haben das im Bausatz dabei und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Und nun kommt der Clou. In Bauphase 75 geht das dann los mit den Wanten. In Bauphase 75 geht das los mit den Wanten. Ich hole hier einmal das Garn raus. Hier steht auch gar nicht. Hier steht nur eine Spule graues Garn. Vielleicht kriege ich das mal raus, wie dick das ist. 0,5. 0,5 ist annehmbar. Ich glaube, das ist auch mit den anderen Bausätzen gleichzusetzen. Aber jetzt kommt's. Also so, wie man das oben um den Mast schlägt, finde ich alles nicht so schlimm, finde ich alles richtig. Hier haben wir das Garn. Sieht eigentlich ganz okay aus. Wir fangen mal an hier, ne? Eine Spule graues Garn.
So, und dann geht das los. Und guckt mal hier auf die Mars-Plattform, wie das Ganze da eingetüdelt wird. Ja gut, da oben ist das noch okay bei der Mars-Plattform. Und auch bis zur Saarling und nachher noch höher, denke ich mal, irgendwann. Alles okay, aber jetzt kommt's. An Deck. Seht ihr hier, wie das dort reinkommt? So, und das ist völlig unbefriedigend. Wisst ihr noch, wie ich es bei der Endurance gemacht habe? Da kam dann eine Jufa unten hin, dann die Wante in die nächste Jufa rein und dann hat man der so den Abstand gehabt und dann hat man das so rumgetüdelt. Das heißt jetzt für mich, anhand der Originalbilder, ich zeige euch mal ein Originalbild. Und ja, habt ihr gesehen, wie das Ganze aussieht? Und die sind recht groß, die Jungfernblöcke. Ne, Blöcke sind das ja nicht. Und ich sag mal so, für die großen werde ich dann die 5 mm Blöcke nehmen. Und für kleine, es gibt ja nachher auch noch ein paar kleine, sind 3 mm. Und ich werde die sind ja jetzt alle übrig hier von der Endurance, aber ich werde noch irgendwo anders, habe ich noch was übrig und das werde ich dann ja nehmen, das suche ich mir dann noch raus, das heißt, ja, es kommt ein bisschen mehr Arbeit auf mich zu, dass ich das dann mit diesen Jufern mache. Früher wurde das, wie gesagt, mit den Jufern gemacht, dann später nachher mit Spannschrauben. Ne, so wie bei der Gorch Fock oder bei der Peking und wie sie alle hießen, so in dem Alter, Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, hat man ja dann schon Spannschrauben benutzt. Und ja, so würde man das heutzutage auch noch machen, siehe die Gautomoc zum Beispiel, das mexikanische Segelschulschiff, da ist das zum Beispiel auch so. Spannschrauben gab es zu der nicht. Wir haben gesehen im Bild, dass dann, sag schnell, solche Jufern dabei waren und so werde ich das dann auch machen. Einigen wird vielleicht auch aufgefallen sein, ja, Mensch, die Masten, die sind ja nicht so farblich, wie du eben gerade gezeigt hast, in der Bauanleitung, nein, ja, die meisten, denke ich mal, werden das mitbekommen haben, dass ich mich versuche, ein bisschen an dem Original zu halten und dann die Farbgestaltung zumindest so halbwegs wie das Original macht. Mal gucken, wie das nachher später noch mit den Ankern wird. Also ein paar Kompromisse werde ich eingehen oder bestimmt ein paar mehr Kompromisse, aber ich will eben ein paar Sachen eben so originalgetreu wie möglich halten. Ja, also heißt das Tüdelband. Ach so, das habe ich noch vergessen. Also Tüdelband werden wir brauchen. Und dann zeige ich euch mal hier auch die Weblein, die werden nur mit normalen Knoten geknotet, mit demselben Garn wie die Wanten. Und das geht gar nicht. Gott sei Dank habe ich von der Endurance hier noch 0,15 mm Garn übrig, helles. Ne? Dafür nehmen wir dann helles Garn und damit werde ich dann die Weblein knoten und die Weblein dann machen. Ja, ansonsten, ja wie gesagt, muss ich dann gucken, wie ich das Ganze dann hinbekomme, wie ich dann die unteren Jufern festbekomme und welchen Abstand ich dann nehme. Das muss ich mir dann vielleicht ein bisschen aus dem Foto rausmessen, mir einen Anhaltspunkt holen. Aber in irgendeiner Form kriegen wir das schon hin und auf 1 bis 2 oder 3 mm kommt das eh nicht drauf an. Ne? Gut, das soll es eigentlich gewesen sein von der Kadisaak. Eine Frage habe ich noch. Ich muss mal einmal einen Cut machen. Ich will euch natürlich was zeigen, was euch zum Beispiel beim 7000er Abo-Spezial erwartet. Das will ich euch einmal kurz zeigen. Ja, wie gesagt, fürs 7000er Abo-Spezial habe ich mir mal was versucht einfallen zu lassen. Und zwar habe ich ein paar
Bücher bekommen, die dann ja ganz interessant sein könnten. Und zwar einmal ein Handbuch für Schiffsmodellbauer. Das ist aber für den RC-Modellbau gedacht. Also wer da Interesse haben wird, dann muss ich mal gucken, für welchen Platz er nachher ist. Dann habe ich hier eine abgespeckte Version von der Schiffsmodellbau-Bibel von Wolfram zu Mohnfeld. Ich habe das große auch noch, aber dafür lasse ich mir noch was anderes einfallen. Das große wird es auch irgendwann mal geben. Und zwar, hier war noch eine schöne Karte drin. Ne? Von der Hansesail in Rostock. sogar hier mit einer Briefmarke drauf von der Greif. Ah, die Karte behalte ich natürlich. Einmal frei. Hier sind viele Tipps und Tricks und Maße und wie man was macht hier drin für einen Schiffsmodellbauer, damit man ja zum Beispiel ein paar Knoten dann lernt und dass eben die Baukästen geben ja nicht unbedingt immer alles her, dann, dass man da dann was, ein bisschen, ein paar Sachen verbessern könnte. Dann habe ich, das habe ich mir selber auch geholt, ein Papierbastelbogen. Ich werde jetzt nicht mit Papierbasteln anfangen. Haben wir den. Und zwar vom Expeditionsschiff Grönland. Was war die Grönland? Die Grönland ist im Jahre 1867, ich glaube in dem Jahr war das, zu einer Expedition in die Arktis unterwegs gewesen. Und man hat gedacht, der Nordpol ist ein offenes Meer. Anhand der Strömung und so hat man gedacht, man muss nur durch die Eisbarriere durch. Und das hat man eben versucht zu machen. Und das war zum Beispiel die Expeditionsschiff Grönland. Das war dann eine deutsche Expedition. Und das Besondere daran ist, dass es dieses Schiff noch gibt. Die fahren immer noch. Also es gibt tatsächlich in Bremerhaven Schiffe, um die sich gekümmert wird. Die wird nicht alles vergammeln lassen, so wie die Soldidieren zum Beispiel. Na? Auch wenn das zum Deutschen Schifffahrtsmuseum gehört, gibt es da aber Leute, die sich da selber drum kümmern. Und deswegen fährt dieses Schiff noch, also überlegt euch mal, so alt und ist immer noch dabei. Das Besondere an dieser Grönland ist, das Schiff war am weitesten nördlich, überhaupt am weitesten nördlich gefahren, ohne Motorkraft. Weil sie hat keinen Motor oder hatte damals keinen Motor. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einen Motor hat. Ich gehe davon aus, wenn sie beim Hafen Geburtstag mitgefahren ist, dass sie ihn jetzt einen Motor hat. Aber das wird auf jeden Fall irgendwann mal Bremerhaven-Besuch werden und dann werde ich mir die Grönland anschauen. Also wer da Interesse hat, weil ich will dieses Schiff irgendwann mal aus Holz nachbauen. Es gibt keinen Bausatz. Es gibt nur so Art ähnliche von Artesania Latina. Da werde ich mal gucken, ob ich mir so einen Bausatz dann besorge. Und anhand dieser Bilder und hier vom Papiermodellbausatz werde ich dann mir mal anschauen, was man hier als Schablone benutzen kann, um dann vielleicht irgendwann mal dieses Schiff hier nachzubauen. Nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann. Also ihr seht, die Schiffe, die in kalte Gefilde gefahren sind, die haben es mir, glaube ich, langsam so angetan. Aber nicht nur die. Nicht nur die. Und zwar möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Ihr wisst, viele von euch wissen, ich habe mir die Bounty von Okre gekauft. Und habe ja ein Buch und dann wird da ein bisschen gelesen. Die richtige Geschichte von der Meuterei auf der Bounty. Und apropos Meuterei auf der Bounty, nein, das zeige ich gleich. Unter anderem wurden die Meuterer ja nachher später mit einem königlichen Schiff der britischen Marine ja dann aufgebracht und gefangen genommen. Und zwar der Pandora. Jetzt habe ich natürlich danach geguckt. Ist ja klar, das interessiert mich ja. Gibt es davon ein Modell? Ja, es gab mal ein Modell. Und zwar von Constructo. Constructo hatte ich noch nie. Die Problematik ist, dass es dieses Schiff nicht mehr gibt. Es wird nicht mehr gebaut und ich will mal gucken, ob ich eine Webseite finde von Constructo, das sind glaube ich auch Spanier, ob man die mal anschreiben kann, jedenfalls habe ich nichts gefunden. Irgendwo ein Bausatz. Vielleicht hat irgendeiner von euch den noch versteckt auf Lager oder keine Ahnung.
Mir geht es im Grunde genommen nur ums Bauen. Nicht um, dass ich den haben muss. Aber wenn ich den auch käuflich erwerben könnte, wäre das so schlecht nicht. Ja, immer nicht vergessen, ich bin ein armer Schiffbauer. So, also wie gesagt, danach suche ich die ganze Zeit. Ich habe auch bei eBay Kleinanzeigen eine Suchanzeige aufgegeben. Und ja, wäre nicht schlecht. Ich habe auch einen Baubericht mal gesehen, aber von jemandem von einem Scratchbau. Von der Pandora, ich habe ja hier einige Bücher, habt ihr bei Facebook vielleicht schon gesehen, einige Bücher gekauft, mir besorgt von Anatomy of Ship, von der Endeavor, von der Bounty, von der Constitution, von der Essex. Jetzt kommt noch eins von der Pandora und dann vielleicht muss ich mal gucken, Victory und Beagle, ob ich die auch noch irgendwie bekomme. Ja, irgendwo hat es jetzt die Sammelleidenschaft sich in mir geweckt, um diese Bücher eben zu bekommen. Aber so, ne, Stück bei Stück, wenn ich mir vorstelle in letzter Zeit, dass die Bücher sehr schwer zu bekommen sind und ich habe sie doch relativ schnell zusammenbekommen, ja, nicht so schlecht. Apropos Bounty. In dem Buch, wo ich das Buch mir schicken lassen habe von der Bounty, von diesem Anatomy of Ship, war auch noch ein Baukasten mit drin, ein von Revell von 1971 oder 72. Und ich muss sagen, also das, was ich so erkennen kann, ist das auch relativ komplett. Die Teile gehen gar nicht, meiner Meinung nach. Hier die Segel und die Wanten, das macht man alles selber. Aber hier ist alles noch da, eine Beschreibung ist hier drin und so weiter und so fort. Also das wird auch ein Preis sein, weil Plastikmodelle werde ich nicht bauen. Ja, hier ist auch sogar Marlon Brando, ne? Also Meuterei auf der Bounty, die Bounty in einem Plastikmodellbausatz. Leider ist der Karton schon kaputt, der war auch schon offen. Vielleicht ist das ja auch für einen Sammler was, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall soll das auch beim 7000er Abo Spezial verlost werden. Platz 1 wird auf jeden Fall ein Komplettbausatz sein. Den habe ich auch noch nicht aufgemacht. Ein Holzbausatz von Okre. Hat nichts mit Schiffe zu tun, ist richtig. Ich habe den bekommen. Und ja, weil das kein Schiff ist, interessiert mich das eigentlich nicht. Ich weiß nur, Franks Modellbauecke, glaube ich, hat den gebaut. Diese Rocket. Ich glaube, der hat sie schon gebaut, also könnt ihr da gerne mal reingucken, wie das Ganze gebaut wird. Der hat das richtig schön gemacht. Also das wäre dann der erste Preis. Ich wollte nur sagen, so nebenbei, also bei mir gibt es leider für euch keine Erst- und Zweitausgaben von irgendwelchen Sammelserien. Das dazu. Wie gesagt, ich habe da an dieser Rocket kein Interesse dran. Und deswegen gebe ich den natürlich gerne weiter. Im Zweifelsfall natürlich am liebsten an jemanden, der auch YouTube macht. Gut, so, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Das ist von der Sache her nur ein Infovideo vom Bauen. Das meiste habt ihr eigentlich gesehen, wenn ihr live dabei gewesen seid. Ein Teil gab es auch bei Twitch. Aber da waren auch nur wie die, ja, wie ich den schönen Taschenhobel benutzt habe. Habe auch schon gesehen, einige haben sich den jetzt auch geholt und sind sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Also von der Sache her, wo ich auch eigentlich drauf hinaus möchte, ist, ihr seid jetzt auf dem Laufenden, was die Cadillac angeht. Das wird jetzt auch dementsprechend hoffentlich relativ zeitnah wieder weitergehen. Jetzt werde ich erstmal alles wegräumen, erstmal ein paar Schraubmodelle wieder machen, damit dem auch Genüge getan ist. Ich habe mal jetzt nach langem Holz bearbeiten, habe ich mal wieder Lust auf Holz, auf Schraubmodelle. Da wird es dann auch demnächst wieder was geben. Und ja, dann gucken wir mal, was wir Schönes aus der Cadillac machen, wie wir das hinbekommen. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin neugierig auf die Cadillac. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Ganz wichtig, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir weiter in.